Stadt, Land, Wieglersbach, der Podcast. Servus! Mensch, das ist ja hervorragend klar. Ja, schnell ist er hier rum. Der letzte Podcast für 2021. Ja. Hätten wir eigentlich auch nicht gedacht, dass wir das so lange durchziehen müssen. Ja, ich hätte schon gedacht, nach der ersten Folge ist er nur, aber na. Wir haben es tatsächlich geschafft. Das ist jetzt die, ich weiß gar nicht. Vor der Staffel 2, ich glaube die vierte oder fünfte Folge. Oh, also haben wir echt dichtig geschafft. Ihr habt dichtig zugeschaut und zugehorcht, was uns auch dichtig freut. Und uns auch viel unterstützt. Richtig, bei die Bierdeckel. Weil da jetzt das A oder andere Bilder sein, wo ich wieder wegen die Neustelle das Video, sind eigentlich ein Kilo. Also auf jeden Fall mehr wie letztes Mal. Und einiges mehr. Die Luftballonaktion haben wir gemacht. Mensch, also. War auch super, aber richtig klasse. Ich denke, da haben wir das Jahr zwar richtig schöne Aktionen gehabt. Ja. Und jetzt schauen wir mal, was das nächste Jahr noch so bringt an schönen Aktionen. Ja, aber eine schöne Aktion hat es heute schon bei den Krisen überhaupt nicht gegeben. Nein, zum Glück trinken wir Bier und nicht so viel Wasser, weil ja, die Hauptwasserleitung von Kornbach runter auf Gries ist geplatzt, hat ein Leck, alle Rohrbruch. Ja. Und Leitung zerrissen in die Hosen geschissen, hätte ich gesagt. Ja. Und jetzt muss man halt mal schauen, wie lange ist es momentan. Gries, Witzelsuchen, Streidar, Pfalz halt sozusagen die. Auf der linken Seite von Gries. Wolltest du sagen, auf der guten Seite? Ne? Ja, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt wird es dann gleich wieder Hasen. Die wird es lesive machen, ihrem Norma aller Ehre. Aber die Krauternte ist schon vorbei. Ja, die ist schon rum. Ne? Also wie gesagt, gibt halt, weil wir nehmen heute am Montag auf, ne? Gibt halt kein Wasser. Bagger ist aktuell kein Wasser, deswegen jetzt müssen wir leider ein Bier da trinken. Ja, hätte gerne mal leider. Heute hätten wir mal aller zwei Sachen ein B, aber man muss ja nicht das Wasser verschwinden. Na, da müssen wir halt aufpassen, weil... Ja. Das Geschäft kennt immer gegen. Ja. Ja, aber es soll behoben werden und bis zum Donnerstag, wo ihr die Folge seht, müssen jetzt eigentlich schon behoben sein. Genau, und dann, wenn ihr euch die Folge jetzt ausschaut, dann gibt es noch was richtig Schönes. Und zwar, wir haben es gerade schon mal angeschnitten, die Luftballonaktion. Da wart jetzt dann am Donnerstag, also sagen wir mal heute, jetzt, wenn ihr die Folge seht, die... findet die Preisverteilung statt um 6:30 Uhr in der Stadthalle. Genau. Und ich war schon so viel, dass der weiteste Luftballon 347 Kilometer geflogen ist bis Brandenburg hinauf. 307. Schaffen manche E-Autos nicht. Wohl, wohl. Und der erste Preis sind 100 Euro. Dunderwitzig. Ja. Der erste Preis sind 100 Euro für das Siegerkind. Wunderbar. Schön. Ne? Also finde ich total klasse. Und das ist schön, dass die Stadt Sahaja mit uns durchgezogen hat. Ja, so geht er nicht, macht er jetzt selber. Ah, da nochmal vielen lieben Dank. Und die Stadt Gries natürlich auch an aller Feuerwehren, wo uns unterstützt sind, hätten wir ohne euch, das kann man sagen, auch nicht geschafft. Wir waren in dem Moment auch bloß die Initiatoren. Richtig. Und die Arbeiter wollte ja eigentlich ihr. Die Arbeiter. Und, man muss auch sagen, wie das. Ja, so ist das Drehbein mit kleiner Kinder. Schau mal, da hinten sind die Mulsachen. Da hinten? Ja. So. Ja. Letzte Folge ist schon wieder. Ja. Nein, das schneiden wir auch nicht. Das bleibt. Mein Gott, das kehrt wieder zu. Ja. Ist halt so. So. Boom. Ach ja, genau. Luftballonaktion. Ich dachte nochmal, schönen Dank. Wir haben auch sehr, sehr gute Resonation bekommen. Resonanz bekommen. Boah, ich bin jetzt ganz drauf. Ist ja wurscht. Ja, nee, also es hat eigentlich jedem gefallen. Und wir hoffen jetzt einfach mal drauf, dass nächstes Jahr dann doch wieder ein vernünftiges Wiesenfest stattfinden kann. Weil ich sage mal so, der Wiesenfestumzug, das hat einfach gefällt. Ne? Der... indirekte Wettbewerb, welche Feuerwehr schafft am längsten im Anzug am Weizentisch stehen zu bleiben. Ne? Und wer schafft es dann im geraden Zug haben? Richtig, ne? Also das sind Wettbewerbe, die vermisst man schon ein bisschen. Insgesamt einfach die Geselligkeit. Und man sieht Leute, wo es alles kann sehen und nicht siehst, aber du warst diesen Fest. Es war schon immer schön, wo immer. Du hast nichts ausmachen brauchen, du bist einfach hingehauen und hast die Leute getroffen. Das war schon immer schön. Und was man natürlich danach? Jetzt dann, wenn nächste der Sommer kommt, nächste wird es noch nicht so sagen. Aber
die nächsten 2-3 Jahre werden wir auch viel besser auf den Ochsenkopf kommen. Meinst du? Ja, das Kasen. Schauen wir mal. Also, dann kommst du quasi nicht nur zu Fuß und mit dem Fahrrad rauf und mit dem Auto. Oder mit einer Gondel. Also mit einem Sessellift. Zumindest mit einem Meier Schlepplift. Ja, und das im Sommer. Nee, der Kreistag hat jetzt endlich die Gondel am Ochsenkopf genehmigt. Mit 11 Gegenstimmen. Wo die 11 Gegenstimmen herkommen, ich habe mir das angeschaut, man kann sich denken. Wir sagen jetzt keine Namen, aber die sind aus einem anderen Teil des Landkreises. Ja, das ist halt nicht so viel Skigebiet bei dir noch. Nee. Das sind ja andere Sachen gefunden. Und man muss ja sagen, es ist ja viel neben ausgelaufen mit dem Ochsenkopf. Da ist viel Feuer dagegen gekommen von manchen Kreistagsmitglied. Und ich glaube, es wäre ein schlechtes Zeichen und die Region gewesen, wenn wir diese neue Seilbahn, wo man mal sagen muss, es ist jetzt vielleicht mit einer Gondel Leiden aufzutransportieren, egal ob mit Kindern, kommst Gehbehinderter. Du kommst leichter auf, egal ob ganz jung oder ganz alt. Genau. Es ist einfach besser für die Touristik da oben. Und da ist was wichtig, dass da mal irgendwas gemacht wird, dass man ein wenig vorwärts geht. Jetzt, wie wir beim letzten Mal schon gehört haben, wo die Vorratgaragen zerklar geworden sind, müssen wir halt einfach hoffen, dass die Gondeln groß genug sind, dass wir dann noch kommen, dass wir vielleicht da einen Kinderwagen reinbringen. Mhm. Aber da werden sie ja schon so weit gedacht haben. Ja. Ne? Weiter. Also wie gesagt, und das ist eine gute Bereicherung für unsere Region. Mhm. Und weil schon wieder viel gesagt haben, ja, da wird es teurer und Zeug. Alles wird teurer. Und wenn man was zum Maulen oder was zum Beschweren sucht, findet man immer was. Sind wir froh, das, was passiert in der Region, nehmen wir es hin. Weil wir müssen uns eh schon der Nord-Süd. Das Nord-Süd-Gefälle. Genau. Und der südliche Landkreis ist halt einfach ein wenig größer. Oder hat mehr Kreistagsmitglieder drin. Deswegen stimmt die eigentlich. Genau. Sagen wir mal so. Genau. Und die, nicht immer der, wo am lautesten schreit, hat halt auch recht, muss man sagen. Aber wie gesagt, das haben sie ja alles beigelegt und diejenige, wo ein Schienenbericht in der Frankenpost gestanden. Im Kurier war es. Ist ja selber. Ist das? Das wird langsam zum Schmieren, die, oder? War's auch. So hat's geheißen. So hat's geheißen. So war die Überschrift. Ja, also kann sich jeder sein Teil denken. Auf jeden Fall ist du viel nicht mit normaler Mittel gelaufen. Ja, aber das ist rum. Jetzt gibt's normaler Mittel für die Stadt Gfries, die Schlüsselzuweisungen. Ja. Da sind wir wieder ganz cool dabei, wenn man sich so die anderen Weinstände anschaut. 1,5 Millionen, glaube ich, kriegen wir. Richtig. Was kostet dreifach Teufel? Dafür wird es leider nicht länger, da müssen wir halt einmal schauen. Ja. Aber ich denke, das ist ein Geld, das die Stadt Gfries dichtig braucht. Vor allem jetzt, wo in der Helza wieder irgendwas verkauft worden ist und das wahrscheinlich weiter ausgelagert wird. Ja. Wo auch in Scheuherz das Industriegebiet kommt an der Autobahn. Ich denke, da wird es für uns in Gfries dann auch nicht mehr so viel geben. Tankstelle kommt in Scheuherz alles. Aber vielleicht war da noch eine Spritterwink, bin ich hier. Vielleicht haben wir ja durch ein wenig gelegt. Wollen wir keine Diskussion wieder anfangen? Wieso, das machen wir doch mal. Ja, und das müssen wir mal schauen. Aber das ist auf jeden Fall. Aber apropos billig. Hm? Was auf jeden Fall kommt, das ist ja die Norma, ne? Die ist ja immer noch nicht weg vom Tisch. Nein, die Norma ist noch nicht weg vom Tisch und die soll weiterhin da gekommen, wo sie geplant wird. Genau. Aber da haben sie noch ein wenig Probleme. Aber wie gesagt, momentan so richtig vorwärts geht aber auch nichts. Nein. Du hast ja gemacht, die werden innerhalb von den nächsten 4 Wochen weil die aufgebaut oder öffnen und wieder geschlossen. Aber. Ah, das wird sich nur beim Zingen, aber ich glaube, nächstes Jahr ist es weit. Was gesehen? Ich sag, mich stört es ja nicht. Ich hab nichts dagegen, wenn sie kommt. Ich hab mir aber auch nicht traurig, wenn sie nicht kommt. Also, mir persönlich ist es. Ich brauch's auch nicht unbedingt. Ja. Mir wäre es wichtiger, wenn so Stadtmitte, Stadtauswärtsrichtung, Weißenstadt und hinten aus mal irgendwas vorwärts gehen. Oder mal wieder ein Watzheisler, ein schönes Watzheisler in Gfries direkt. Tja, das Wunschgedanke, jetzt haben wir erstmal das nächste Problem, dass die ganzen Metzger zumachen. Ja, auch schade. Nein, alle noch nicht. Ganz noch nicht. Ja, ganz noch nicht, aber der Zappenwilli, ja, der hört jetzt dann schon auf, noch der Folge, kannst du sagen. Ja. Passiert nicht mehr viel. Ja. Leider. Und beim Schlenkenmotz passiert auch nicht mehr viel. Nee. Dann ist der Fleischbankplatz da hinten ganz schön leer. Keine Bäckerei mehr. Nichts. Also wie gesagt, genießt noch einmal diese Leckereien. Wer weiß, wie lange wir es dann noch haben. Und unterstützt die örtlichen Händler. Richtig. Gerne mal zum Ordnung einkaufen. Gerne mal zu den Beizen auf. Zum Bandwerkerwalde.
Wie sie alle haben. Ne, zu den Getränkemärkten, wo wir haben. Geh doch einfach mal hin, kauft mal irgendwas. Weil, wenn wir es nicht mehr haben, brauchen wir nicht drüber schimpfen, wenn wir nicht drüber gekauft haben. Mhm. Muss man einfach so sagen. Kann aber immer so sagen. Freilich, man kann nicht überall einkaufen und einer geht halt lieber da noch und dann noch, weil du das schöner ist. Und, aber das hat es schon immer gegeben. Ja. Das Problem ist schon 100 Jahre. Genau, wie gesagt, ein Name wird wahrscheinlich kommen. Und ja, der erste Schnee ist gefallen, der im Ochsenkopf ist der Gernlift ist offen. Au! Ja, komm mal, also man könnte jetzt schon am Ochsenkopf Ski fahren. Mhm. Man muss sich halt vorher erkundigen, was da momentan dann gilt. Man müsste es halt kennen, ne? Und kennen muss man es. Ja, muss ich kosten nicht. Also nun darf jeder kommen. Wie halt, ne? Ja, aber das. Ja, also wenn ich mir die Ski runterfahre, da sollten wir schon beim Laufen, kann man schon mal die 112 folgen. Ne? Ja. Braucht man nur noch auf dem Erde drin. Ja, geht's ja. Gleich los. Ja. Ein neuer Kanzler haben wir. Ach, ja, stimmt. Oder Scholz und Olaf. Aber sein erstes Wahlversprechen, wo er gegeben hat, dass er zur Nikolauswoche wieder Kanzler werden. Hat er schon eingelöst. Hat er schon eingelöst. Ja. Siehst. Hoffen wir es ja bloß, dass wir das noch nicht in den Einzug stecken. Der war gut. Also wie der gesagt, war klasse. Wir wollen jetzt nicht direkt politisieren. Wir schauen mal, wie alles wird. Das wird wann? Wir haben eine hervorragende Außenministerin. Wir warten jetzt einfach mal, ob was die neue Regierung macht, wie sie mit allem umgeht. Und dann sehen wir weiter. Auf jeden Fall. Und ja, auch noch unsere Bierdeckelsammelaktion. Die ist jetzt niente vorbei. Also auch wenn ihr jetzt noch Bierdeckel habt, ich kenne sie noch. Moin, also am Donnerstag, wenn es hört. Also dann soll er das schon zeitnah abgeben, weil ja. Wir tragen das Zeug jetzt dort zusammen. Wir haben es jetzt schon zusammen schlicht, genau. Schon gesagt, ein paar Bildler. Ja. Und ich hätte gesagt, wir machen jetzt Winterpause, wir sehen uns dann das nächste Jahr wieder. Ja. Wir sagen danke an alle, die uns unterstützt haben. Und du musst hier, geht's nach eurer Leid, genießt es ein wenig. Und wir haben jetzt ein Akkuproblem, die Kamera wird leer. Also, Servus!